Ja, liebe Leute, es ist wieder Let's Co-op Zeit. Ich denke, das ist die vorletzte Folge, was Spieltage angeht. Wir haben nämlich den 35. Spieltag, das heißt, es sind noch vier, inklusive dem heute. Wir sind zu Gast in Offenbach. Ja, die stehen im Moment nur auf Platz 15, also ganz, ganz, ganz schlechte Saison für ihren Verhältnis. Also die wollen natürlich auch oder würden gerne oben beim den Aufstieg wieder mitspielen. Ist ja auch ein Traditionsverein, Kick aus Offenbach. Ja, jetzt fängt es hier an zu pissen. Ich bin mal gespannt, für wen das hier gut ist. Riesenchance, mal gucken für wen. Ja, der SV Darmstadt kontert hier 5 gegen 4 Überzahl über Elton da Costa. Jetzt bin ich gespannt. Lennarty, der Sturmtank vorne, frei vor Wolnikowski. Zieht ab, aber Wolnikowski hat den Ball. Schade, das hätte hier das 1-0 sein können. Ich sag mal, super. Obwohl eigentlich noch nichts passiert ist, aber wollen wir die Jungs mal aufbauen. Dass dies hier vielleicht nur ein Startschuss gewesen ist für ein super Spiel. Riesenchance in Offenbach, schon wieder. Sind wir wieder wir oder ist der Gegner? Ne, schon wieder. 5 gegen 3 diesmal, also ein Mann mehr noch. Diesmal ist es Elton da Costa, der frei vor Wolnikowski ist. Versucht es mit einem Heber. Genau unter die Latte, jetzt ist er drin. Ja, 1-0 für Darmstadt, er macht es besser als Lennarty. 17. Tor auch für Elton da Costa in der Saison. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Als offensiver Mittelfeldspieler hat der hier eine Quote. Das ist ja wirklich sagenhaft. Ich kann mich da nur wiederholen. Mache ich auch gerne. Eieiei. Julius Reinhardt in der 20. Minute. Gelb-Rot. Er hat in der ersten hat er gelb bekommen. Für einen Schubser im Kopfballduell. Jetzt hat er hier ein grenzwertiges Foul. Ja, abgegeben. Gibt hier die gelb-rote Karte. Das ist natürlich ganz, ganz bitter jetzt für Offenbach. So früh jetzt hier nur noch mit 10 Mann spielen zu müssen. Bin mal gespannt, wie wir das vielleicht umsetzen. Engelbrecht verlängert hier einen Einwurf zu Benjamin Bayer. Der ist alleine vor Wolnikowski. Schießt knapp vorbei. 100% der Angriffe von uns über die rechte Seite. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für Preston Zimmerman, der heute auf der linken Seite spielt. Wir haben ja einige Leute heute zu ersetzen. Glanzparade wieder Wolnikowski. Also der hält hier Offenbach im Spiel. Ja, spielen können nicht. Hübner, Zielinski. In der Abwehr, glaube ich, in der defensives Mittelfeld natürlich der Rotgesperrte für 2 Spiele, Danny Latzer, der natürlich auch nicht dabei ist. Und in der, genau, Abwehrspieler Gäbler ist verletzt. Dafür ist heute wieder Islamolu in der Mannschaft. Glück für Kickers Offenbach, Flanke von Zimmerman. Wert Feldhahn per Kopf in die Mitte ab, wo Behrens, der heute spielt, auf der Defensivposition per Dropkick abzieht. Elton da Costa stand leider im Weg. Jetzt ist Offenbach mal vor dem Tor. Thomas Ratgeber marschiert da kompromisslos in den 16er. Ja, die spielen mit 2 Stürmern. Die Offenbacher jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Also die hätten wahrscheinlich umstellen müssen. Ja, genau. Mussten ja umstellen wegen der roten Karte. So, Halbzeitansprachen. In der 2. Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Muss einfach jetzt Ziel sein. Also wenn du mit einem Mann mehr spielst, die ja sowieso schon führst, dann kannst du dir das nicht mehr weggehen lassen. Lennarty, also der müsste langsam mal wieder... Ja, so ein bisschen da aus dem Quark kommen. Wäre ganz schön. Islamolu auch noch massieren. Ja, ich sehe da echt überhaupt keinen Anlass im Moment hier zu wechseln. Wir haben auch nicht mehr so die Möglichkeiten. Ihr seht ja, was auf der Bank sitzt. Keiner mit einer 60, der hier überhaupt noch irgendwie längerfristig für dieses Spiel einplanbar wäre. Offenbach kommt hier gut aus der Halbzeit. Ungenauer Rückpass hier von Beisel. Zimmermann kann den nicht mehr laufen. Ecke jetzt hier für Kickers Offenbach. Das wäre natürlich ein Witz, wenn der hier jetzt reingehen würde. Marcel Avdic mit einer 5 hier bei Offenbach. Die sind alle nicht gut vorne. Also wenn dann höchstens noch der Wolnikowski da hinten auszunehmen. Konzentration nochmal jetzt wieder Offenbach. Also das dürfen wir uns jetzt hier nicht geben lassen. Dass die das jetzt hier so herschenken. Einsatz können wir ruhig mal hochnehmen. Spielen natürlich auf Konter, ist ganz klar. Jetzt nochmal meine Mannschaft. Die Möglichkeit ist nicht schlecht. Sehr gute Chance. Na, kein 2-0, schade. Preston Zimmerman auf der linken Seite hat freie Bahn, flankt. Elton da Costa kommt freistehend zum Abschluss. Wolnikowski schon wieder. Also der ist hier wirklich der Einzige, ja, der das Prädikat hier wirklich verdient hat, eine Topleistung abzuliefern. Christian Beisel, aber ich habe auch nicht so die Möglichkeiten, da jetzt zu wechseln. Vielleicht höchstens den Gorka, aber der hat natürlich keine Spielpraxis, überhaupt keine. Das ist nicht einfach. Uwe Hesse auch keine. Musa Kali hat auch nicht mehr lange nicht mehr gespielt. Ich denke, ich lasse das einfach mal weiterlaufen. Wir können doch ruhig mal auf Zeit spielen jetzt hier. Hinten dicht, sage ich mal.
70 Minuten jetzt vorbei. Benjamin Gorka schmeiße ich jetzt mal hier rein für Beisel. Mal gucken, vielleicht Behrens noch raus. Den wechseln wir mit Johannes Geis und dann Ratay hier auf die Rechtsverteidigerposition. Auch länger her, seitdem er das letzte Mal gespielt hat. Und einen Wechsel haben wir dann noch in der Hinterhand. Da werde ich mal gucken, vielleicht Elton da Costa mal rausnehmen. Für Musa Kali, der hat sich jetzt auch schon so lange aufgewärmt. Also das ist dann der letzte Wechsel für uns. Finde ich ganz in Ordnung, dass wir nochmal den Jungs hier eine Chance geben, die wirklich ja in der Saison einfach hinten anstehen mussten. Knappe Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Kommt Offenbach dann nochmal zurück oder haben wir das Ding hier schon im Sack? Beziehungsweise können wir den Sack zumachen? Es wird sich gleich entscheiden. Marc Stein jetzt hier noch ins Spiel gekommen für Nicolas Feldhahn. Vorher Lars Bender, nicht zu verwechseln mit dem Leverkusener. Ich glaube Leverkusener ist es. Ja, die haben auch noch einen Wechsel übrig. Gorka jetzt hier mit dem Rüden-V-Spiel. Wo ist er? Das soll natürlich keine Tacklings machen. Slamodu, der soll nach vorne gehen. Standards, nicht eher. Ist, glaube ich, besser. Dann müsste das doch eigentlich zu machen sein. Ja, gegen eine Mannschaft, die wirklich seit knappen 60 Minuten in Unterzahl spielt. Klar spielen die zu Hause, wir sind auswärts hier, aber ja klar, machen wir mal einen coolen Trick hier. Mal gucken, ob das irgendeinen Sinn hat oder Auswirkungen hat. Ja, passt. Also anscheinend habe ich fußballerisch auch ein bisschen was drauf. Jetzt nochmal eine Chance für meine Mannschaft. Machen rein. Nee, gibt nichts. Wulnikowski hat was dagegen. Bayer auf der rechten Seite. Dessen Hereingabe klärt Wulnikowski in höchster Not vor. Daniel Engelbrecht vorne. Ja, Julian Ratay, sehr schöne Aktion. Läuft hier Matthias Schwarz einfach den Ball ab. Nochmal Konzentration für die Jungs hinten. Ja, man sieht es jetzt auch. Die Frische geht jetzt schon so schwer nach unten. Da sind wir aber nicht alleine. Pfostenschuss jetzt. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich den Offenbachern ganz genauso gehen. Also die sind ja hier jetzt Ewigkeiten schon mit 10 Mann unterwegs. Also wenn denen nicht, wen dann? Chance hier, haben wir gesehen. Pfosten, Michael Stegmeier. Jetzt nochmal Offenbach. Das ist ja natürlich bitter. Matthias Schwarz setzt sich da durch. Passt zu Matthias Fetsch, den Stürmer. Der kann den Ball aber nicht kontrollieren, weil unser Abwehr da hinten sehr gut steht. Ihn da bedrängt. Matthias Schwarz liegt hier verletzt auf dem Boden. Wir spielen einfach weiter. Ja, schöne Randnotiz. Seit 300 Minuten kein Tor mehr kassiert. Dortmund nicht, Saarbrücken nicht und ich hoffe hier auch nicht. Eine Minute, zwei Minuten, da ist es zu Ende. 1:0, das ist der zweite Sieg jetzt hintereinander mit 1:0. Also wir sind hier mittlerweile echt die Minimalisten der Liga. Alles klar, gehen wir natürlich dann sofort weiter. Sehen uns sofort im Nachbericht, 35. Spieltag. Gucken wir mal. So, da sehen wir es schon. Robert Wulnikowski, der Torwart der Offenbacher, bester Mann hier, Note 2. Ist natürlich ein bisschen zu hoch, würde ich sagen noch. Also der hätte normal so eine 1 verdient gehabt, also was der da rausgefischt hat. Die haben sich natürlich wieder selber geschwächt. Ganz am Anfang Julius Reinhardt, das darf nicht passieren in so einem wichtigen Spiel. Die sind, ich weiß nicht, ob die schon gesichert sind, müssen wir gleich mal gucken als 15. Aber das hätten sie besser machen müssen. Michael Stegmeier bei uns war der beste Mann, 1,5er Note. Ja, alle relativ gut. Auch hier vorne da Costa, Engelbrecht, der Lennart T. sticht da so ein bisschen raus. Also bei ihm hoffe ich dann wirklich, dass demnächst der Knoten wieder platzt nach seiner Verletzung. Ja, angeblich hat Offenbach hier 0 Schüsse, das kann nicht sein. Das würde mich schwer wundern. Also von, wenn man die Statistiken hier so anguckt, sehr, sehr deutlicher Sieg für uns. Das war es aber nicht, es war knapp. Ohne Frage. Michael Stegmeier, Spieler des Spiels. Die Ergebnisse, ja, Offenbach, die sind da noch nicht sicher. Nee, das sind nur 2 Punkte. 3 Spiele noch, 2 Punkte Vorsprung, das ist noch alles andere als sicher. Unterhaching gewinnt, Dortmund gewinnt. Ja, das wird nochmal eng. Wir haben 78 Punkte damit. Bei noch, 9 zu vergebenen Punkten, wie heißt das, dass wir Meister sind. Wir sind Tabellenerster, wir können nicht mehr eingeholt werden. 11 Punkte Vorsprung auf Bielefeld, die heute verlieren. Heidenheim verliert auch, also wenn die nicht aufpassen, dann verspielen die das noch. Das sind 6 Punkte, klar. Ein Sieg und die müssten das normal so haben, aber KSC fegt hier 6-2 Chemnitz weg. Da müssen wir als nächstes hin, also beziehungsweise die müssen zu uns. Ich denke mal, das können wir nochmal ein schönes 3D-Spiel machen. Ich denke jetzt so zum Abschluss der Saison. Danach kommen nämlich nur noch Erfurt und die Stuttgarter Kickers, die auf dem vorletzten Platz stehen. Damit steht auch fest, dass Preußen Münster abgestiegen ist. Erste Mannschaft, die sich hier abmeldet.
Stimmen. Jeder kann sagen, was ich will. Ja. Von mir aus. Blicke ich jetzt nicht so ganz hinter. Ist auch schon spät. Ja, Benjamin Bayer schafft es hier in die Elf des Tages. Çalhanoğlu, Hennings und Gordon von Karlsruhe hier dabei. Teamleistung. Ja, wir sind die beste Mannschaft des Spiels gewesen, des Spieltags. Ja. Muss man jetzt nicht unbedingt so sehen, aber ja gut. Ja, Lennart Tyy, ich hoffe, es geht sich aus für ihn. Er wird jetzt hier langsam eingeholt von Daniel Wagner von den Kickers, von den Stuttgarter Kickers. Da können wir ja noch für sorgen, dass der mal eine schlechte Note dazwischen einstreut, wenn wir die nämlich wegfegen am vorletzten oder letzten Spieltag. Danny Latza muss gegen Karlsruhe noch zugucken. Fairplay, sechste Position hier. Alles klar, wir sehen uns dann in der Woche, würde ich sagen. Wenn was Wichtiges passiert, ansonsten dann 3D-Spiel-Highlights gegen den KSC. Das wird dann der 36. Spieltag sein. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Liebe Leutchen, der frisch gebackene Drittligameister gibt sich hier zum vorletzten Mal im heimischen Böllenfalltor die Ehre. Wir spielen heute gegen den KSC, Tabellenfünfter. Die können vielleicht sogar noch ja, auf die Relegation hoffen. Ihr seht natürlich wie immer die Highlights. Ich melde mich, sobald was passiert. Viel Spaß! KSC klaut hier den Ball sehr früh. Benjamin Bayer jetzt langer Ball nach vorne. Engelbrecht will zu Sturmpartner Tyy spielen. Der hat den Ball. Tyy vorne schießt. Drin ist er! Das ging schnell. Dritte Minute. Lennart Tyy mit einer abgezockten Art und Weise. Da ist er wieder. Vorlage von seinem Kollegen. Es war ein super Ball nach vorne von Daniel Engelbrecht. Und da schießt Lennart Tyy, gibt dem Karlsruher Torwart hier gar keine Möglichkeit. 1-0 Darmstadt. Elton da Costa fängt den Ball sehr schön ab. Also im Moment nur Karlsruhe hinten drin. Haas, weiter Ball. Das ist schön gespielt. Hennings auf Schweinsteiger. Der hat den Ball, geht jetzt, spielt links raus. Sehr schön gespielt, das ist Alibas. Alibas dribbelt. Was macht er jetzt? Nicht flanken lassen. Flankt rein, aber kein Problem für Jan Zimmermann. Johannes Geis. Schön gespielt. Engelbrecht. Engelbrecht sucht Lennart Tyy vorne. Tyy! Oh, schön gehalten von Orlishaus. Oh, was ein Fehler! Katastrophenfehler von Karlsruhe. Nicht nutzbar für uns. Auf Benjamin Bayer. Der lang jetzt auf Lennart Tyy. Sehr schön gespielt. Engelbrecht. Bayer. Das läuft jetzt hier, das Bällchen. Elton da Costa, super gespielt. Engelbrecht. Engelbrecht nimmt ihn mit. Lennart Tyy ist alleine vom Tor. Ball wird abgefälscht. Kommt da Bayer noch hin? Bayer flankt in die Mitte. Engelbrecht. Engelbrecht schießt. Was eine Konfusion da hinten. Jetzt ist er geklärt. Fehlpass. Karlsruhe nochmal in der Öffnung. Hennings. Schweinsteiger nimmt sich den Ball zu weit vor. Holt ihn wieder. Islamoğlu grätscht. Das ist Hennings. Gegen Beisel. Schweinsteiger wieder am Ball. Schweinsteiger schießt. Und Eigentor von Zimmermann, den muss er halten. Ganz, ganz klarer Torwartfehler, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, das war gegen den Spielverlauf hier. Schaut euch das an, der legt sich da schlafen und Ball rollt ihm über die Wampe ins Tor. 1:1 hier kurz vor der Halbzeit. Ja, wir gehen in die Halbzeit mit dem 1:1. Man sieht es hier schon, 5:1 Chancen, also das Spiel haben wir ganz klar beherrscht. Das war natürlich am Ende dann ein klarer Torwartfehler von ja, dem guten Jan Zimmermann. Der hat sich dann Lapsus erlaubt. Ich wusste, dass ihr das packen werdet. Also es geht hier nur noch darum, wirklich sich ordentlich hier von den Fans aus dieser Liga zu verabschieden. Da kostet er mit der schlechten Note, wir motivieren die Stürmer vorne. Ich denke auch Johannes Geis können wir mal motivieren. Und hinten Beisel, einfach mal querbeet durch. Ja, Rathheim mit einer schlechten Fitness, ja, der spielt natürlich auch nie. Frisch ist dementsprechend natürlich auch schlecht. Ich denke mal, wir stellen das um. Johannes Geis kommt auf die Position. Und Hanno Behrens kommt jetzt ins defensive Mittelfeld. Müssen wir noch kurz hier umstellen. Dass sich jetzt Behrens hier, na, das ist schon umgestellt, also auf Ruben Hennings geht. Ja, zweite Halbzeit, ihr seht wieder alle Highlights. Erster Wechsel jetzt hier, wie gesehen. Julian Rathay geht raus, Hanno Behrens kommt ins Spiel. Zweite Halbzeit, viel Spaß euch. Hier jetzt absolut vorne in der Überzahl. Schöner Ball von Elton da Costa. Johannes Geist ist schnell. Kommt er hin? Er flankt. Da vorne steht Hübner. Und was macht er da? Super Schuss. Oben in die lange Ecke gezielt. Keine Chance für den Torwart für Orlishausen. Johannes Geist mit der klasse Flanke. Da war man vorne absolut in der Überzahl. Man sieht es hier.
und ganz überlegt angenommen und oben in den Winkel fast eingehämmert. 2:1 für Darmstadt, 50. Minute. Kommt nicht ganz hin. Jetzt Karlsruhe wieder. Krebs auf Çalhanoğlu. Langer Ball. Schweinsteiger hat den Ball unter Kontrolle. Spielt ab. İslamoğlu grätscht daneben. Und was haben wir Glück, dass der Hennings da absolut zwei linke Füße hat. Den hätte er machen müssen. Das hätte es 2:2 sein können. Karlsruhe-Fans jetzt hier mit sehr, sehr guter Stimmung. Schöner Ball nach vorne. Elton da Costa. Was fällt ihm jetzt ein? Legt den Ball aber auf Engelbrecht. Der schießt ins Tor. 3:1. Klasse Schuss. Der Mann, der hat einfach einen Wumms mit dem linken Fuß hier. Einfach locker abgezogen, strammer Schuss. Orlishausen sieht dann nicht so gut aus. Ja, Karlsruhe liegt jetzt 3:1 hinten. Wechseln jetzt hier nochmal. Dominik Peitz kommt für Steffen Haas ins Spiel. Erstmal noch der Wechsel auf beiden Seiten. Für Darmstadt kommt hier Zielinski in die Partie für den Torschützen Hübner. Und bei den Karlsruhern erstmal schöner Freistoß. Hier Hennings kommt nicht mehr ganz hin. Jan Mauersberger für Daniel Gordon. Benjamin Bayer jetzt. Nochmal Elton da Costa. Vorne Engelbrecht. Der ist sehr agil. Spielt nach vorne lang. Aber Stoll hat den Ball sicher. Die letzten Minuten jetzt hier. Bleiben live drauf. Çalhanoğlu natürlich versucht die Mannschaft nochmal nach vorne zu peitschen. Das ist Krebs. Versucht vorne Schweinsteiger zu finden. Der bekommt den Ball. Spielt ab. Çalhanoğlu, den kann er machen. Verzieht hier aber kläglich. Ja, da hat der Jungspund mehr draus machen können. Ja, der im Sommer dann zum HSV zurückgehen wird. Brandstätter kommt jetzt hier ins Spiel für Karlsruhe. Und Preston Zimmermann für Benjamin Bayer jetzt im Spiel. Für die letzten 5 Minuten. Beim KSC geht jetzt hier Hennings vom Platz. Der ist ja leider schwach gewesen aus Sicht der Karlsruhe. Der war ja wirklich so vielversprechend wie in den letzten Wochen. Auch nach dem 6:2 gegen Chemnitz als ganz klare gute Leistung von Ruven Hennings. Aber hier heute war er schwach. Genauso wie der Pass nach vorne. Das ist da Costa. Wir spielen jetzt ganz locker das hier aus, denke ich. Haben Glück, dass der Ball hier hinkommt. Zielinski spielt jetzt nochmal nach vorne. Das ist Lennarty. Kann sich nicht durchsetzen da gegen Stoll. Krebs nochmal nach vorne. Schweinsteiger. Der war der bemühtere Stürmer vorne. Brandstätter jetzt. Wenn er links den Mann sieht, wird es gefährlich. Er geht selber. Schießt. Aber Zimmermann bügelt seinen Fehler da zum 1:1 wieder aus. Hält das Ding hier in der Nachspielzeit nochmal die Möglichkeit für Karlsruhe, hier den Anschluss zu schaffen. Einwurf jetzt. Çalhanoğlu sehr schön gemacht. Jetzt Krebs nochmal nach vorne. Schweinsteiger in die Mitte. Aber Beisel klärt. Leider zu kurz. Çalhanoğlu. Das ist nochmal. Oh, jetzt wird es hier nochmal Elfmeter geben. Oder ist es nur Freistoß? Beisel fault. Gericht gelb. Ich bin gespannt, ob das Elfmeter gibt oder Freistoß. Na, das müsste Freistoß geben. Ich denke, der war knapp außerhalb. Ne, es gibt Elfmeter. Das habe ich jetzt anders gesehen. Doch noch die Chance für Karlsruhe hier ranzukommen. Ja, ganz sicher verwandelt. Könnte nur leider ein bisschen zu spät sein für Karlsruhe hier, um da nochmal was mitzunehmen hier aus Darmstadt. Also besser kannst du einen Elfmeter, glaube ich, nicht schießen. Nee, da war natürlich ganz, ganz klar da oben reingehämmert. Ja, wurde doch nochmal knapp. Das Spiel war eigentlich im Endeffekt klarer von den Spielanteilen her, als das Ergebnis hier aussagt. 3:2 gewinnt hier Darmstadt gegen den KSC im drittletzten Spiel der Saison. Legen sie sich wieder nieder zum Mannschaftsfoto. Ja, wir gucken uns das Ganze mal an, wie das jetzt hier aussieht in der Tabelle, wer jetzt da auf die Relegation hoffen darf. Gut, bis gleich. Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Darmstadt gegen Karlsruhe. 5 Tore haben wir gesehen, 3 für uns, 2 für Karlsruhe. Bester Spieler bei uns war Rudi Hübner, der das Tor zum 2:1 gemacht hat. Die Stürmer vorne haben beide getroffen, Engelbrecht und Lennarty. Es war wirklich ein schönes Spiel zum Anschauen. Karlsruhe, ja, denen ist nicht so viel gelungen, wurde nochmal eng in der Nachspielzeit mit dem Elfmeter, den sie bekommen haben, der eigentlich keiner war. Ja, Chancen und Ballbesitz, das ist relativ auf einer Ebene, war natürlich auch ein Spitzenspiel, absolut Ergebnisse. Ja, wir natürlich mit 81 Punkten jetzt da oben, 15 Punkte aus 15 möglichen der letzten 5 Spiele, also das ist natürlich herausragend, sind natürlich schon vor dem Spieltag als Meister festgestanden. Sehr, sehr schön. Heidenheim spielt jetzt unentschieden, genau wie Bielefeld. Aachen gewinnt, also Heidenheim, gut, die haben 4 Punkte Vorsprung. Also wenn die jetzt beides verlieren würden und Aachen beide gewinnt, dann könnte es nochmal eng werden. Aber ich denke mal, der Relegationsplatz ist hier auch besiegelt. Bielefeld
Ja, haben noch nicht ganz den Aufstieg geschafft. Es sind 6 Punkte und ein bisschen mehr besseres Torverhältnis, aber es kann natürlich auch noch anders laufen, wenn es ganz blöd kommt. Gucken wir in die Stimmen rein. Ich denke mal, Saarbrücken ist jetzt unten auf 18. Kickers, Stuttgarter Kickers hier auf der 19. Ich denke mal, die sind so gut wie weg. 5 Punkte Rückstand auf den 17. rettenden Platz. Das wird eng. So, würden wir jede Woche so spielen, wären unsere Leistungen nicht so schwankend, sehe ich nicht so. Also in der Liga kann jeder jeden schlagen und dass wir da oben überhaupt stehen, ist sowieso ein Wunder. Rudi Hübner zum 5. Mal hier schon in der Elf des Tages. Benjamin Bayer zum 2. Mal. Lewandowski wird hier gewertet, der zählt natürlich eigentlich nicht, weil der erste Liga für Dortmund spielt. Patrick Meier und Schnatterer hier, die Heidenheimer, die sind noch ein bisschen mehr da oben gestanden als hier Hübner mit 5. Ja, die Teamleistung sieht uns auf Platz 4, Note 3,23 im Durchschnitt. Das ist ordentlich. Beste Spieler, Lennarty ist noch oben. Das wird ganz, ganz knapp mit dem Torwart hier von den Stuttgarter Kickers und vielleicht auch noch Schimmel. Und Zimmermann, der kommt da auch noch ran. Lennarty heute wieder ein Tor gemacht, 19 Tore, Platz 5 für ihn. Ja, da haben wir noch die Fairplay-Wertung, nach wie vor Platz 6. Gut, Duell noch zum Abschluss. Rudi Hübner und Steffen Haas, das entscheidet unser Mann für sich. Note 2,0 gegen 3,5. Die nächsten Gegner haben wir schon gesehen. Das ist auswärts in Erfurt. Die stehen unter ferner Liefen hier. Platz 12. Da passiert nach oben nichts mehr, nach unten nichts mehr. Und dann am letzten Spieltag zu Hause. Letztes Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Das wird dann wirklich ein Fest für uns werden. Alles klar. Folge 20 im Let's Koop ist hier Geschichte. Ich schau mal rein bei meinen geschätzten Kollegen, die ich hier an dieser Stelle natürlich da mal ganz herzlich grüßen möchte. Und wir sehen uns dann in der letzten Folge, die ja die letzten beiden Spieltage dann beinhalten wird. Danach gibt es noch eine Folge mit dem Saisonabschluss. Ich bin sehr gespannt, wie das dann bei allen aussieht. Gut, wir hören uns.